Ja, viele Grüße aus dem Europäischen Parlament nach Albanien. Ich war sehr, sehr dankbar für die Einladung und ich bin der festen Überzeugung, dass wir eine Zeitenwende auch im Iran erleben werden. Der Iran und seine Mullahs haben nicht nur abgewirtschaftet, sondern der Iran und seine Mullahs treten die Menschenrechte mit Füßen. Wir erinnern an 1988, die Hinrichtungswelle. Es ist unglaublich, was sich in diesem Land tut. Und dann gehen noch europäische Staaten wie Belgien dazu hinüber und machen da noch oder wollen da Verträge mitmachen mit Gefangenenaustausch. Wir wissen alle, wie so ein Gefangenenaustausch womöglich endet. Also ich sage keinen Millimeter diesen Mullahs. Und ich bin sehr, sehr dankbar an so Leute wie Miriam Rajari, dass die sich so engagieren. Und ich glaube, Frau Rajari, Ihnen gehört die Zukunft des Irans. Und Sie können sich meiner vollsten Unterstützung sicher sein, wenn Sie sagen, Sie möchten ein freiheitliches, demokratisches Iran haben, was die Rechtsstaatlichkeit und die Menschenrechte wahrt und schützt und die Pressefreiheit und die Religionsfreiheit. Ja, das sind natürlich die Kernaussagen Europas, die Sie nach dem Iran infiltrieren möchten und die der Iran und die Menschen im Iran dringend brauchen. Ich sage Ihnen, ausländische Kräfte wie die USA oder Europa haben nicht das Recht, in den Iran einzugreifen. Aber das iranische Volk hat deutlich gemacht und gezeigt, dass es dieses durchaus selbst regeln kann. Und das, was ich sehe und was ich mitbekomme, wie die tapferen Frauen in Iran hier auf die Straße gehen, wie die Demokratie vorleben, dann wird mir nicht Angst und Bange, sondern dann habe ich Hoffnung. Hoffnung, dass der Iran auf dem richtigen Weg ist. Hoffnung, dass Sie, Frau Rajavi, irgendwann in diesem Land den Ton angeben werden und dass dieses Land die ganze Region stabilisiert und dass dieses Land hier eine richtige Rolle in der Welt zusteht, die diesem Land auch zustehen sollte und wird, wenn es demokratisch geführt wird. Und dafür sind Sie der Garant. Ich hätte Sie, Frau Rajani, hier unterstützt, auch um Ihnen zu zeigen, ja, wir stehen an Ihrer Seite. Europa hat ein Interesse daran. Gut, jetzt wünsche ich Ihnen viel Erfolg und dass am Ende dieser langen, langen, langen Prozedur auch eines Tages das freie Iran stehen wird. Und ich hoffe sehr unter Ihrer Führung, Frau Rajani.